Was ist das? Darüber möchte ich mit Ihnen die nächsten Minuten sprechen. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Einerseits ist es der stille Verkäufer. Man schaut sich das an und man entscheidet anhand des Labels, ob man das Produkt kauft oder nicht kauft. Was ist das? Es ist eine fantastische Möglichkeit, Ihre Investition in PIM und Dateninfrastruktur schneller einen höheren Return on Investment zu generieren, weil ein großer Teil dieser Informationen sind Produktdaten, die typischerweise nicht in den Erstellungsprozess der Labelerstellung integriert sind. Was ist das? Das ist editorialer Content. Also neben dem Produktcontent sehen Sie hier auch redaktionellen Content, der natürlich den stillen Verkäufer mehr attraktiv macht. Was ist das? Das ist der Link zu einem digitalen Touchpoint, sprich die Vernetzung eines Offline-Touchpoints, wie hier in diesem Fall eines Labels, hin zu einem digitalen Touchpoint. Was hat das mit der PrintSuite zu tun? PrintSuite unterstützt sowohl Labelerstellung in InDesign als auch in Illustrator. Die PrintSuite vernetzt alle PIM-Systeme. Die PrintSuite vernetzt nicht nur PIM-Systeme, sondern auch Web-CMS-Systeme für editorialen Content, um all diesen Content, der für diesen wichtigen stillen Verkäufer wie ein Label benötigt wird, zusammenzuführen. Und natürlich auch die Verlinkung zu digitalen Touchpoints kann automatisiert werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2.